Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac. Hier haben wir so Zeit auf 6 in der Road to Platinum God Edition. Beim letzten Mal haben wir versucht mit Eve zu Satan zu kommen. Und heute versuchen wir das noch einmal. Diesmal mit hoffentlich ein bisschen mehr Glück. Und ein bisschen weniger Schaden vielleicht. Ha, Vogelpliss. Und wir bekommen als erstes Little Chubby. Ist eigentlich ein ganz gutes Item und ich glaube, das fehlt uns sogar noch. Von daher passt das schon. So, Dankeschön. Wo ist mein Vogel? Komm hoch hier. Little Chubby macht übrigens, ne? Charge auf den Gegner zu, in die Richtung, wo ich gerade hinschieße. Einen relativ hohen Cooldown, deswegen sollte man sich nicht allzu sehr auf das Ding verlassen. Na? Nom, nom, nom. So, hier mein Herz. Das will ich gar nicht einsammeln. Ja, beim letzten Mal hatten wir Money gleich Power. Ne? Oh, dein Ernst? Gut, nehmen wir die Bombe mit und holen uns zwei Bomben. Sehr gut. Ich bin doch nur an der Tür vorbeigelaufen. Aber das Spiel meinte, nein, du darfst nicht an dieser Tür vorbei. So. Okay, das ist nicht der Geheimraum. Der super Geheimraum. Der Geheimraum ist hier. Okay. Bisschen Geld. Gut, vielleicht kriegen wir jetzt wieder diese dumme Krone beim Boss. Ah, der Duke of Flies. Man sieht, Little Chubby ist ziemlich stark. Okay, die scheinen da genauso dran gebunden zu sein. Alles zerplatzt. Okay, Tier ist ab und ein Seelenherz. Nice. Gut. Kellerebene. Jetzt wäre das Ding beinahe auf unserem Kopf gelandet. So, Bombe und ein Seelenherz. Dankeschön. Chubby, mach sie weg. Schlüssel. Bombe. Wir brauchen Schlüssel. Ich bin übrigens heute ein bisschen verschnupft, deswegen nicht wundern. Mir ist schon den ganzen Tag kalt. Noch ein Seelenherz, der Mensch. Bleibt doch mal rum, wenn wir trotzdem lieben, ne? Roy. Kurz auf mich zuzuspringen. Oh, no, 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 no. Ah, danke schön. Wäre doch nötig gewesen. Wir schauen, wo ist hier der Geheimraum? Nee. Dann ist er hier. Yes. Oh, that's key. Nice. Dann können wir alle zwei Räume, alle Türen öffnen. Das hier? Nö. Ja, außer die. Warte mal, wie funktioniert das Item? All closed doors in the current room will be opened. Challenge Devil und Standardräume on the chest. Aber es klappt nicht bei Türen, die den Schlüssel brauchen. Bestes Item. Hier ist ein Kochbuch. Einfach aufheben und liegen lassen. Das ist eines der schlechtesten Bücher, finde ich.
Guck mal, ich spawn random Trollbob in der gesamten, auf die gesamte Ebene. Blablabla. Also auf den gesamten, in den gesamten Raum. Nein. Kling. Ah. Hi. Na? Wie geht's? Hm? Strength. Heute nicht. Wobei, wir haben Arcade. Erst den Boss. Erst den Boss. Und beim Boss benutzen wir dann auch Stärke. Aha. Alles stronger, better, faster. Ich weiche immer so knapp aus, ne? Pin, willst du dich nicht selber sprengen? Pin ist tot. Das ist wieder so ein Crap-Item. Ohne groß zu überlegen, einfach mitnehmen. Jetzt ist das auch egal. So, das Lebensupgrade. Nehmen wir das mit. Nehmen wir mit, komm. Sicher ist sicher. Ich möchte ja nicht instant gekillt werden oder so. Aber warte mal, wenn es alle Türen öffnet, könnte es denn sein, dass hier der Super Secret Room ist? Okay. Müssen wir trotzdem noch zum Arcade. Weil wir nicht mehr im Huren-Status sind. Brauchen wir den? Ich weiß es nicht, ich will trotzdem lieber im hohen Status sein. Nein. Oh nein. Das tut mir jetzt aber sehr aua. Ask again later. Derp. Steven lives. Den, den, den. Dim, 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 dim. Keinen Schlüssel. Bzz. Jetzt habe ich sogar zwei. Und Little Chat. Können wir mitnehmen, aber die Herzen nicht aufheben. Ah. Da ist eine Bibliothek. Guten Tag. Oh. Bringt übrigens nichts mit Brimstone. Boah. So. Einmal chargen mal Laser. Uah. Autsch. Egal. Passt schon. Nice job, Chop. Wollen wir gleich weiter oder noch die Ebene machen? Machen wir auch die Ebene, komm. Vielleicht wird mal wieder ein Arcade oder ein Stachelraum. Stachelraum wäre gut. Oder wenn Stachelraum gut, Stachelraum wäre gut. Okay. Danke, Little Chop. Boah. Boah. Oh Mann, der hält mehr aus. Guten Tag. Ah, zwei Seelenherzen. Sehr nett von dir. Shop, gucken wir nicht rein. Macht der den Geheimgang? Der macht gar nicht alles auf. Guten Tag. Nee, danke. Ja, bitte. Ja, bitte. Ich warne dich. Gib mir was Gutes. Ich hab gesagt, was Gutes.
Was Gutes. Boah. Alles Müll. Außer den alten Schlüssel natürlich. Der war sehr, sehr gut. Okay, auf zum Boss. Welcher da ist. Oh nein. Also die Variante mit schwarzen Fliegen gespawnt. GGZ. Speed. Jo. Oh Gott. Ja, gut. Versuch mal in so einen Raum ohne Fliegen Schaden zu nehmen. Da hilft einem selbst Brimstone nix, Mann. Jetzt noch Polyphemus. Tschüss. Tysikowski, ja, Aziz. Okay, wir haben kein Geld, keine Bomben. Und toten Gegner. Okay, Opferraum. Du Opfer. Da drin wird man immer beleidigt. So, Bad Trip kann es ja nicht sein. Flup. Zap. Distant Admirer. Okay. Nee, ich hab kein Geld. Noch keine Bomben. Oh nein, oh goddammit. What have I done? Diese goldene Scheiße, die sich in Scheiße mit Fliegen verwandelt. Da ist auf jeden Fall der Boss. Verdammt, jetzt müssen wir wieder auf eine Blood Donation Machine hoffen. Das Problem ist, in der nächsten Ebene darf ich keinen Schaden nehmen. Das ist blöd jetzt. Das ist äußerst blöd. Ah, hallo Pestilenz. Max, oh Gott. Treib's halt. Kannst du hier bitte... Dankeschön. Dankeschön, dass du es nicht gesprengt hast. Ey, ich bin hier unten. Ich hab keine Bombe, ne? Hallo Krampus. Ui, ganz vergessen. Würde das was bringen? Oh, Tatsache. Aber die Kohle ist ein Damage Upgrade. Rawr.
Autsch. Heißt das, wir kommen jetzt auf der nächsten Ebene ein Angel Deal? In der vorherigen Ebene kam kein Devil Deal? Und das ist ja auch kein Devil Deal. A Lump of Coal, my X is present. Muss ich kurz gucken. Synergies. Brimstone und Brimstone. Funktioniert natürlich sehr gut. Brimstone und Coal gibt's gar nicht. Steht das denn bei Brimstone einfach so da? The Lump of Coal item will simply give plus one damage to this item. Okay. Standard tiers are replaced with the ability to charge and fire a laser that penetrates anything in its path and does 300% damage. Oh, there's a known glitch where Brimstone, where if you spam the arrow key after releasing the laser, it can do significantly more damage. Oh, das schreit doch nach einem Test, oder? Also wenn ich einfach... What? What? Okay. Ah, oh, wir können hier rein. Na, ah, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch schon behoben. Interessiert mich persönlich jetzt auch eher weniger. What? Crazy shit. Ah, das war's mit dem No Damage auf der Ebene. Ich hätte gerne die Bombe. Dankeschön. Okay, ich muss schon. Hm. Upsala. Upsie Daisy. Okay. Ich verstehe es nicht ganz, aber. Es erscheint mir relativ unnütz. Oh nein. Dankeschön. Danke. Nom, 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 nom. Halbes Herz, da ist der Shop. Immer mehr Bomben. Oh, hi, Ultra Pride. Keine Ahnung. Ups, hey. The left hand. Wollen wir nur noch rote Kisten haben? YOLO. YOLO Mauda Dolo. Oh yeah. That's my mother. Ist hier vielleicht. Nö. Don't. Kann ja nicht sein. So, was haben wir hier? Oh nein, ouch. Hi.
habe eigentlich weniger Lust auf den Raum. Oh ja, diese epische Kampfmusik. Oh, ich brauche mal kurz eine Taschentuch. So, der wäre beseitigt, das wäre beseitigt. Erstmal das, was wirklich gefährlich werden könnte. Gut. Eine Blood Donation Machine. Oh nein. Aber mir fällt gerade auf, ich habe noch Facebook offen. Und Schwitzer. Schwitzer? Egal. Facebook habe ich zugemacht. Weil das könnte man hören. Wenn ich angeschrieben werde oder sowas. Darauf habe ich keine Lust, Mann. Guten Tag. Oh, Magneto. Das war jetzt eine Qual, die ganzen Herzen auszuweichen, ne? Weil die einfach magnetisch angezogen werden. Ach, geh weg. Und Gish. Okay. Hab ich persönlich kein Problem mit. Kann ich die eigentlich wieder aufmachen? LOL. Ich wusste gar nicht, dass es eine Möglichkeit gibt, aus Bossräumen zu fliehen. Also, ohne Teleport. Ah, what you gonna do? Erstmal alles vollrotzen hier, ja? Lundisch. Mensch, unsere Begleiterparade. Alter, dein Ernst? Das ist Blasphemie. Ich habe das jetzt noch aufgesammelt, obwohl ich schon längst nicht mehr auf der Ebene war. Irma Gerd. Weg. Ah, danke schön. Auf Twitter wurde gerade der nächste Part von Binding of Isaac geteilt. Und zwar die Livestream-Aufnahmen Teil 1. Sekunde. Mensch. Ah ja, genau. Lies mal, dass ich Magneto liegen. Oh. Ihr kommt reingelaufen. Guten Tag, Herr Bettler. Wow, das war schnell. Gut, können wir jetzt auch mitnehmen. Lass mich durch! Ah, okay. Boah,
super Schnupfen. Wow. Ich soll die ganze Scheiße weglasern. Ah, ihr! Ihr habt mir den letzten Run ja so ziemlich zur Hölle gemacht. Und den davorigen. Aua. Nee, lass mal nicht reingucken. Ich suche noch den Itemraum, oder? Entschuldigung fürs Hochziehen. Moment, das heißt, einer der beiden Räume ist ein, ist eine Bücherei. Ah. Tja, was nehmen wir mit? Da ist Book of Revelations. Das Book of Resident Evil Revelations. Oh, ich habe mit Greed gerechnet. Taschentuch. Oh, okay. Sollte es aber langsam. Das wollte ich nicht kaufen. Speed up. Njo. Njo. Jetzt habe ich keine Schlüssel für den Itemraum, ne? Gut. Jetzt, Alter. Ihr scheiß Masken. Lel. Autsch. Das ist natürlich auch ein sehr sozialer Raum. The Empress. Kommen wir den Hof Babylon State. What? Wo ist der Itemraum? Scheiß auf die Münze. Die Münze ist es nicht wert, mitgenommen zu werden. Ah, hier ist er. Das ist extrem blöd. Shop gab's ja auch keinen. Egal. Stimmt, war da jetzt das übelste Damage-Upgrade drin. Pew. What a horrible night to have a curse. Oh nein. Handy. This is my name. Say my name. So, was won this? Was won this jetzt schon wieder? Das war nicht mein Spiel. Das war Twitter, oder? So, Range Up. Sehr nützlich. Naja, ich kann nicht. Ja. Ah. Okay. Gut zu wissen.
Und sowas macht er während einer Aufnahme. Tja, Thaddäus. So, jetzt erstmal hier aus. So. Oh, jetzt hängt es eh. Toll. Hätte ich mal jetzt. Ah, jetzt ist es wieder. Curse of the Labyrinth. Ah, klasse. Und schon getroffen. So, übrigens habe ich jetzt rausgefunden, wie man die hier erkennen soll. Die blauen Steine. Erstmal, wenn man den Raum verlässt, sollen sich die Steine angeblich ändern. Das wollen wir doch mal sehen. Ja, die ändern sich. Außer du da. Aha. Dedede. So, mal schauen. Du da oben rechts hast dich noch nicht verändert. Okay, jetzt aber. Oh, Magneto wirkt nicht. Ah doch. Erst vor einer gewissen Distanz. So. Heute nehmen wir wahrscheinlich auch nochmal vor der 2, 1 wieder auf. Das wird schön, sag ich euch. Das wird schön. Okay. Nö, heute nicht. Also mit dem Automaten, ne? Seelenherz. Bad Trip. Rainstorm. Verdammt, können wir nicht benutzen. Krebs. Linke Hand. Krebs. Wow. What the fuck? Da hanget man. Könnten wir schon. Aber dafür brauchen wir erstmal kurz Schaden. Schön. Und nur ein halbes Herz. Da ist ein halbes Herz. Das sehe ich nicht eingesammelt. Dankeschön. Riesige Ebene. Ist ja auch der Bomb XL. Autsch. War da hochbedingt. It's a really hochbedingt. Der hat das Polaroid nicht mitgenommen, der ist ein Spaß. Ich wollte nicht nach oben, ich wollte nach unten. Nein, bitte nicht das Herz einsammeln. So, jetzt mal Beine weg. Brezel. Oh mein Gott. Hui. Strength. Definitiv besser als der Hangelmann. Oh, das Ank. Jetzt bin ich doch schon. Ah ne, wir können nicht nach oben. Schade. Ehrlich gesagt, jetzt bin ich doch verleitet, nach oben zu gehen. Einfach damit wir das Blue Baby als Blue Baby besiegen können. What? So, den auslöschen, den eliminieren. Ziele ausgeschaltet. Hi, Daddy Longlegs. You, please don't.
Don't hit me. Wow. Oh Gott. Wow. Ah. Betty Blocks. Er war einfach weg. Wie vom Erdboden verschluckt. So, drei Herze. Nochmal rüber. Nochmal rüber zur Blood Donation Machine. Autsch. Aua. Okay. Blatt weg. Das, was wir eigentlich wollten. Mit Eve. Wo wir es nicht brauchen. Egal. Ich hoffe einfach noch im Sheol auf allerdings. Auf eine Blood Donation Machine. Aber erstmal in Lifts plätten. Psst. Ich habe auch eine Laser. Say my name. Ganz vergessen, der ist ja verlangsamt. Da springt er nicht so weit. Oh, er ist tot. Huch, ich hab gar nicht geachtet, tut mir leid. Tut mir leid, dass ich nicht auf solche unwichtigen Sachen wie Isaac achte. Fliss. Achso. Genau, ess das Vieh mal. Ich verstehe diesen Glitch nicht. Wahrscheinlich wurde er schon längst behoben. Angst werde ich übrigens nicht wirklich einsetzen. Ne? Also, wenn es passiert, dass ich sterbe, dann schon, ja, aber ich werde aber jetzt nicht beispielsweise Satan zweimal killen oder so. Ich warte auf die Blutpfützen. Dankeschön. So, Curse of the Lost. Das ist natürlich wunderbar. Autsch. Na, kann ich hier nicht aufheben. Loki! Zweimal! Aua! Meine Deckung wurde gesprengt. Ey! Ey! Tot. Kurzen Prozess machen mit allem. Boah, Bombs.
Brimstone ist doch schon stark genug. Warum sollte man denn noch stärker glitschen wollen? Ich verstehe es nicht. Ich konzentriere mich gerade wieder voll. Ich hänge in der Wand fest. Das hätte böse enden können. Danke, Little Gish. Dass du ihm die Schnauze verstopft hast. Seelenherz. Hallöchen, Satan. Das war schon mal ein schöner Start, oder? Siebenmal getroffen werden. Kann ich auch. Okay, so ist da, glaube ich, denke ich mal, keine Herausforderung. Angeblich spricht Satan übrigens rückwärts. Das heißt nicht Isaac, sondern Casey. Oder war das ein Rebirth? Keine Ahnung. Also angeblich. Also nur höre ich eigentlich persönlich ziemlich deutlich Isaac raus. Auf dich habe ich jetzt nicht geachtet, tut mir leid. Ich sehe gerade gar nichts irgendwie. Ich achte gerade auf Zeug, auf das ich nicht achten sollte, und das ist blöd. So. A Demon Baby. Evil. Has appeared in the basement. Ja, und das ist ein Begleiter. Der folgt dann und jedes Mal, wenn ein Gegner in der Nähe ist, fängt er an zu schießen. Piu, 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 piu. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir es mit Eve auch endlich geschafft, Satan zu besiegen. Als nächstes würde ich sagen, gehen wir mit... mit dem Blue Baby zum Blue Baby. Denke ich mal. Ja, warum nicht? Okay, dann würde ich sagen, ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Falls ja, Kommentare und Kritik in jeglicher Hinsicht sind wie immer wünscht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.